Manche glauben, der blaue Augenblick zeige an, dass ein gutes Jahr bevorsteht, dass Regenzeit oder Trockenzeit nicht zu lange dauern werden, dass man Kummer leichter überwindet und dass jemand, der für die Dauer des Augenblicks die Luft anhält, einen guten Ehepartner findet. Das Gastland hier in Zofingen im privaten, kleinen, intimen Rahmen gezeigt, was auch die Möglichkeit gibt, dass man mit den Autoren, den Übersetzern ins Gespräch kommen kann. Thank you very much for having me here. It's truly an honor for me. You know, it's not quite often for an Indonesian author to have this kind of opportunity. Andrea Hirata ist wahrscheinlich der bekannteste indonesische Autor. Der Träumer ist jetzt auf diese Buchmesse hin erschienen. Zentrale Themen, die alle angehen, die er beschreibt, und das ist wirklich ganz toll. Demikian ritual mereka setiap purnama untuk menghormati bulan yang dulu pernah mereka sembah sebagai Tuhan. Es gibt hier in Zofingen, Oftringen, eine sehr schöne Sammlung zu Indonesien. Da lag es auf der Hand, dass man eine Verbindung sucht, und dank dem Kunsthaus in Zofingen ist dann auch das ermöglicht worden. Es ist ein vielfältiges Gebiet, bestehend aus Tausenden von Inseln, das verschiedenste Kunstformen entwickelt hat. Die Namensfrage ist in unserer Kultur keine Kleinigkeit. Auf einem Namen liegt bei uns göttlicher Segen. Wenn ein Kind sich nicht gut entwickelt, wenn es zum Beispiel besonders frech, ungewöhnlich dumm ist oder kränkelt, dann ist das Erste, was die Eltern tun, den Namen zu ändern. Die Weltbilder, die Weltanschauungen in Indonesien sind mit sehr vielen Mythen, mit Legenden verbunden. Und diese werden durch diese Kunstwerke ausgedrückt. Seorang lelaki muda berkulit amat kelam hingga Resi Dorna terkejut melihat sinar mata yang mendadak yang mencegatnya. I'm going to read just a part of a tale from Mahabharata that it's told from the protagonist Dima Suryo. Leila Tudori, sie hat ein Buch geschrieben, Pulang heißt das, und das ist eine sehr fein gegliederte Geschichte über die Suharto-Diktaturzeit. Aber in all den Verhören, die ich während den 3 Jahren seines Verschwindens über mich ergehen lassen musste, wollte man von mir erfahren, was seine Aktivitäten gewesen waren. Womit befasste sich Hananto? Ich versuchte, mich zu beherrschen. Dabei wusste ich, wie er und die anderen Männer meiner Tochter mit ihren ekelhaften Blicken auszogen. Ich wünsche mir, dass wir die Zahlen halten können, dass wir vielleicht ein bisschen mehr wahrgenommen werden. Das ist auch der Grund dieses Vereins, den wir gründen wollen, dass wir einfach eine Grundlage bekommen, worauf sich dann besser planen lässt. Life is full of surprises. You know, in my home village, you will see people that do not even know what to eat tomorrow, but they keep on smiling like me.